So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dark Souls 3. So, vor euch habe ich mich verbeugt. Vor dir natürlich auch. Meine Königin. Ab geht's, wir gehen weiter. Hier haben wir alles geklärt. Die schwarzen Ritter sind weg. Jetzt gehen wir hier durch. Und da hinten ist die Nachricht gewesen, falls ihr euch daran erinnern könnt, wieder hier und sinnlos voraus, glaube ich, oder irgend sowas. Wieder hier wird benötigt und dann nichts voraus, sinnlos. Genau. Das heißt, wir können nur hier rauf gehen und ich hoffe, dass das jetzt der Geheimweg ist. Ist da unten noch was? Nein. Ich hoffe, dass das jetzt der Weg ist, der mich zur Kathedrale führt, wo der Boss drinnen ist. Ich hoffe es. Zumindest waren wir mal nicht da, das ist gut. Nämlich hier liegt mal was. Was wir nicht mitgenommen haben. Okay. Schnell durch. Alter Falter. Das ist kein guter Start in den... in den Part. Aber wir machen das. Ich hoffe, die schwarzen Ritter kommen nicht nochmal. Obwohl, wir müssen die gar nicht umbringen. Oh ja, wir können sie umbringen. Nämlich, wir brauchen die großen Titanitscherben. Schauen wir mal, ob die kommen. Moment, wie war's? Genau, da entlang. Aber bei den Viechern können wir da vorbeirennen eigentlich. Die brauchen wir ja nicht nochmal töten. So, wir rollen. Das geht wesentlich schneller. So. Und ab da vorne ist es dann eh nicht mehr so tief, das Wasser, Gott sei Dank. Ab jetzt. So, und da können wir eigentlich... Ja, es ist eh klar. Ich habe das eh, glaube ich, schon einmal erklärt. Ich glaube, das Spiel ist so konzipiert. Ja, genau. Zurück. Vorwärtsstuch. Putz! der hat er das überlebt, tatsächlich. Der hat das überlebt. Das aber nicht. Ganz cool. Okay. Nur nicht verlaufen hier drinnen. Da müssen wir rechts rauf. Auf den Rest pfeifen wir. Ach Gott. Na dann komm halt her. Du kannst nicht aus dem Wasser raus. Sehe ich das richtig? Okay, dann passt's. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob der schwarze Ritter noch da ist oder nicht. Wenn ja, haben wir ein ziemliches Problem, nämlich die Seelen, die ich verloren habe, das waren ziemlich viele. Nein. Tatsächlich, man macht die einmal weg und sie sind für immer weg. Der Bogenschütze ist auch nicht mehr da. Dann ist es leicht. Dann ist es leicht, hier durchzukommen. Hätte mich natürlich auch gefreut, wenn ich die großen Titanitscherben bekommen hätte. So wäre es ja natürlich nicht. Gemacht hätte ich sie. So, da hinten sind wir gestorben, da kommen jetzt die Scheißviecher. So, Seelen schnell aufsammeln, zack. Gehen wir ein bisschen weiter zurück da. Aufpassen. Zurück, zurück, zurück. Unglaublich. Die Hunde machen mich echt fertig. Alter, stirb jetzt! Verpiss dich von mir! Das kann ja nicht euer Ernst sein! Der ist von irgendwie da oben runtergefallen? Keine Ahnung, mir ist eh wurscht. So, wir haben jetzt schon 4 Esters Flakon verbraucht. Alter! Ja, ja, ja. Ich weiß eh, wo du bist. So. Ganz cool. Zack, zack. Watschen, watschen. Ah! Die habe ich nicht gesehen. Alter, die... Alter, was geht denn ab mit den Viechern? Alter, was geht denn ab mit den Scheißviechern? So oft bin ich noch nie gestorben in einem Bad. Außer ich habe gegen einen Boss gekämpft, glaube ich. Egal. Machen wir schon.
Das ist halt ein bisschen lame. Aber es ist trotzdem lustig, glaube ich. So, ja, jetzt ist er wieder gestorben. Na komm jetzt, reiß dich zusammen. Ich glaube nämlich, da oben war die Abkürzung. So, haben wir's? Alle vier weg? Könnt ihr euch daran erinnern, wie ich das erste Mal hier reingekommen bin? Da ist kein einziges Viech gekommen. Jetzt komme ich hier rein und werde überrannt, regelrecht von denen. Das ist echt komisch. Aber ja, passt schon. Ich bin froh, dass die schwarzen Ritter nicht mehr da sind. Und ich kriege immer wieder Seelen dazu. Ich habe jetzt wieder 3750 Seelen extra gekriegt. Aber jetzt muss ich nur noch die Hunde nur noch besiegen. Und dass die mich so wirklich so stressen, hätte ich mir nie gedacht. Was ist denn das da eigentlich? Vision von Traurigkeit. Kann ich da reingehen? In das Gemälde? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, das ist das Gemälde, oder? Aus dem ersten Teil, oder? Die gemalte Welt von Aramaris? Anamaris? Ich habe keine Ahnung. Falls ich es falsch sage, schreibt es unten in die Comments. Ah, ich freue mich schon auf den ersten Teil. Ich freue mich echt auf den ersten Teil. So, Wuffi Buffi, ihr könnt schon mal kommen. Habe ich das schön gemacht? Das habe ich jetzt wirklich schön gemacht, oder? Da kann man nichts sagen. Und ich hab's auf Band. So, mieser Wichser. So, einmal weg. Vorsicht da oben, von den anderen Hunden. Den habe ich schön mitgenommen. So, 5650 Seelen haben wir. Plus das, was wir gekriegt haben, ergibt ein neues Level. Wir brauchen... Okay, wir sind hier noch nicht fertig. Hund? Hund ist wichtig, dass er stirbt. Komm mit. So, das ist wichtig, dass der weg ist. Jetzt können wir uns einmal da um die Magier kümmern. Ganz ruhig. Wir haben genug Zeit. Vorsichtig. Da oben steht eh nichts mehr. Okay, okay. Okay, dann schauen wir uns um. Hier ist mal nichts. Was ist das da für ein Schrein? Bitte geben, bitte bissi geben. Nichts geben, wir gehen weiter. Was haben wir hier? Ein Aufzug. Okay, da haben wir einen Aufzug, den wir jetzt noch nicht betätigen. Und eine große Titanitscheibe. Wir müssen zurück, wir müssen zurück, wir müssen ein Level steigen. Na, der lebt noch, der zuckt noch. Müssen ein Level steigen und müssen unser Klima nochmal aufverbessern. Aufverbessern. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, wo komme ich hin, wenn ich da raufgehe? Okay, da sind noch mehr unsichtbare Viecher. Was bringt mir der scheiß Aufzug? Was steht da? Geheimpfad voraus. Ah! Klar doch, da gehen wir runter. Jo, noch eine große Titanitscherbe. So, rauf mit dir da. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Dreck gemacht habe. Aber die große Titanitscherbe, das war es auf jeden Fall wert. Einzeln seid ihr kein Problem. Was steht da? Schatz voraus. Ich kann den
Ich habe keine Ahnung, den habe ich nicht anvisieren können. Alter, von wo kommen die alle immer her? Trink was. Bevor da noch irgendeiner kommt. Ja, genau. Okay. Ganz ruhig. Machen wir den linken. Ganz ruhig. Jetzt steht der auf. So. Der kommt. Wirklich, das ist schon unfair. Also unsichtbare Gegner. Na. Auch wenn es Dark Souls ist, trotzdem. Toll. Erfrierung. Trink mal was. Okay, okay. Solange ich mich ja nicht hinsetze, müsste es ja passen. Jetzt können wir mal kurz schauen. Bevor wir da oben, also wir können ja oben auch entlang gehen. Es gibt ja unzählige Wege. Gehen wir mal da entlang. Ah, okay. Wenn ich da jetzt rechts gehe, bin ich bei denen. Ja, okay, okay. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall eine Abkürzung, die ich jetzt freigeschalten habe. So, den Aufzug können wir jederzeit betätigen. Das ist auf jeden Fall mal gut. Owe. Das ist auf jeden Fall mal gut, dass ich da mal raufgegangen bin. Aber wir möchten ja noch weiter. Das heißt eigentlich müsste ich mich wieder woanders binden. Wie viel? Ich habe aber genug. Leben sind voll und ich habe noch 8 Estos. Und so schwer sind die Gegner jetzt nicht. Wir müssen nur aufpassen. Da hinten ist dieser Trupp. Seht ihr das? Ja. Und da unten irgendwo? Sind wir irgendwo rauskommen? Genau, da hinten. Irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Wurscht. Wir gehen darauf. Wir brauchen noch eine Abkürzung. Das stört mich nicht. Alter Falter. Trink. Komm her. Ah, jetzt sind wir wieder behindert, gell? Und schlagen nicht hin. Oh ja. Sehr gut. Und, ah, da, schaut's mal. Nebel. Rechts von mir. Wir sind beim Bauhaus. So. Ist das etwa Aschefürst? Okay. Zeit für Qual. Okay. Dahinter ist Boss. Und da komme ich zu den Item. Haha. So. Lasst erscheinen Mut. Nein, noch nicht. Noch nicht. Das heißt, wenn ich da runtergehe, sollte ich eigentlich zu der nächsten Abkürzung kommen. Das heißt, wir binden uns da unten dann mit dem Bonfeuer, damit wir halt jedes Mal zu dem Boss da einfach rennen können. Alles mit der Ruhe. Aber zuerst holen wir uns noch das Item da vorne. So, nicht auf den Knopf ankommen. Vorsicht. Ich bin ein bisschen nervös. Aber nur ein bisschen. So, den haben wir auch. Und da ist gleich der nächste. Was gibt der mir? Glut, das interessiert mich nicht. Okay, den machen wir auch noch kalt. Lass mich in Ruhe. Der kommt tatsächlich zu mir, der Wichser. Der kommt tatsächlich zu mir. Das war Glück. Okay. Schnell auf den da unten. Der ist wichtig, dass er weg ist. Der ist wichtig. Sehr gut. Alter. Alter, ich bin gut unterwegs. Gut bin ich unterwegs. Gut, dann haben wir das auch.
Dann können wir eigentlich. Nein, ich mache keinen Heimatknochen. Ist der Trupp weg? Der Trupp ist weg, das ist gut. Ring des Sonnen. Sonnenerstgeborenen. Okay. Somit haben wir das Item da auch gekriegt. Genau aus diesem Grund? Na, doch nicht. Ich hätte ihn gar nicht wegmachen müssen. Egal. Okay. Wie viel haben wir? 15 Minuten. Wir sind eigentlich komplett fertig. Wir könnten jetzt da jederzeit zu dem Boss rennen. Das heißt, im nächsten Part würde ich Boss-Session machen. Was ich jetzt dann noch hier machen würde, ist ein bisschen farmen. Wir gehen jetzt einmal retour zum Feuerbahnschrein. Wir gehen retour zum Feuerbahnschrein, leveln uns einmal auf, dann geben wir die Titanit-Scherben aus, die großen, und verbessern unser Claymore. Das ist auch eine gute Idee. Und dann schauen wir, wie viel uns noch fehlt, und dann können wir noch die Seelen sammeln gehen. Und dann können wir nochmal ein Level steigen. Ist das eine gute Idee? Ich glaube, euch ist das ziemlich egal. Ich würde es trotzdem so machen. So. Das sind ziemlich viele Seelen, die mir dann fehlen. Okay, Moment. Stärke, mal schauen. Um zwei Punkte rauf. Okay. Wenn ich Stärke mache, steigt aber wieder alles. Das heißt, wir machen Stärke natürlich rauf auf 33. Annehmen, bestätigen. Okay, damit bin ich schon mal zufrieden. Ja, bla bla bla. Ich bin so wunderschön, ich weiß. Und du verbesserst mir bitte mein Claymore. Waffe verstärken, wo ist es? Da ist es. Nämlich wir haben... Oh, Entschuldige, jetzt bin ich am Mikro angekommen. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht so stark. Ich muss nur noch richtig positionieren, es passt. Okay, 1060 und wir würden dann 220 Schaden machen. Und das ist dann plus 6. So, wir brauchen jetzt bräuchten wir 2 Titanitbrocken, damit wir es auf plus, keine Ahnung, 8 bringen können, glaube ich. Oder plus 7? Wo steht denn das überhaupt? Da oben, Claymore plus 7. Auf plus 8 brauchen wir 2 Titanitbrocken und ab irgendwann brauchen wir Funkeltitanit, damit wir die Waffe verbessern können. Was wir allerdings eigentlich noch verbessern können, auf was ich nie gedacht habe, ist das hier, unser Ritterrüstung, unser Schild einfach nur. Damit wir da auch ein bisschen mehr haben. So, nämlich wir brauchen ja die kleinen Titanitscherben nicht. Das heißt, wir hauen es einfach raus. 2 große Titanitscherben brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das heißt, wir hauen es raus. So, jetzt brauchen wir 4 große Titanitscherben, damit wir es nochmal verbessern können. Was wird da eigentlich verbessert? Der physische... Nur die Haltung wird verbessert. Okay, vielleicht... Ja. Vielleicht, wenn ich blocke, kann es möglich sein, dass ich nicht so viel Ausdauer verliere. So, wir haben 8620 Seelen jetzt. Das würde ziemlich lange dauern. Das heißt, wir... Oh ja, das passt schon so. Das heißt, wir ploppen einfach Seelen auf, würde ich mal sagen. Und schauen mal, ob wir noch ein Level rauskriegen. Da haben wir noch was. Ansonsten nehmen wir wieder die Boss-Seelen halt. Die Boss-Seelen, mir ist das, wie gesagt, mir ist das egal. So, schauen wir mal, wie viel wir da kriegen. 3000, okay. Wir brauchen 26.000, glaube ich, für ein Level Up. Die geben schon 5000. Das war zu viel. Aber Moment. Ich habe mich einmal verdrückt, Entschuldigung. So, aufsteigen. Ja. So, Kondition wollte ich ja auch mal auf 30 raufbringen. Das ist eigentlich gar nicht mal so blöd, vielleicht. Wenn ich die Kondition jetzt raufbringe. Obwohl, die Haltung habe ich jetzt schon verbessert. Aber zum Weglaufen wäre es vielleicht nicht so schlecht. Das gibt mir aber wieder 3 Punkte. Seht ihr das? Von 3,24 auf 3,27. Geschick, genau das gleiche, aber bei Stärke steigt halt der Rest halt auf. Feuerresistenz und sowas halt. Blut und Gift, Kältefluch. Das ist nicht schlecht. Ich mache Stärke wieder. Es tut mir leid, dass ich nur die ganze Zeit auf Stärke skill, aber ich brauche das. Für die Bosse und sowas. Ja, bla bla bla.
Dann können wir das alles rausgeben. Und wir gehen wieder retour. Reise, Reise. Ah, wo war denn das? Kerker? Nein. Das war auf jeden Fall hier irgendwo. Wo ist denn das? Das war davor, vor der Brücke. Das war nach der Brücke. Das war... Ich glaube, das war's. Das ist das, wo ich runterkomme in den Kerker. Oder? Nein, nicht Kerker. Wie heißt das? Ich weiß nicht, wie... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war's. Ist ein bisschen verwirrend. Auch mit den Bildern ist ein bisschen verwirrend für mich. Wir werden jetzt da gleich Part Ende machen. Ich warte jetzt nur noch, bis fertig geladen hat. Und im nächsten Part gibt's dann Boss Session. So, hier entlang. Und zwar werde ich so machen, dass ich einfach nur durchlaufe. Ich habe jetzt alles freigeschalten. Ich brauche nicht wirklich viel machen. Ja, wir haben alles geschafft. Dafür kann man sich mal freuen, oder? Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.